Hallo und herzlich willkommen, ihr Planet Coaster-Fans. Hier ist Basti oder auch Modern Consumer. Ich bin gut gelaunt, ihr merkt es. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch ein kleines Lächeln im Gesicht. Ja, ich hab's gesehen, ganz genau. Also, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Parktour. Heute an diesem Sonntag. Es geht vormittags in ein Video. Das ist doch immer schön. So kann der Sonntag beginnen oder auch enden, wie auch immer. Wir schauen uns heute diesen Park hier an. Gerdiland oder Gerdiland. Wie auch immer man das aussprechen möchte. Scheint vielleicht ein Abonnent von mir gewesen zu sein oder immer noch zu sein. Ich weiß es nicht. Ich habe den Park schon länger bei mir im Portfolio und möchte ihn euch mal vorstellen. Ich sag mal so, im Dezember, spätestens im Dezember machen wir neue Bewerbungen für weitere Parktouren und dann könnt ihr auch mal euren Park gerne wieder vorschlagen. Ich brauche auch mal neuen Stoff von euch. Ja, der Gerdi hat auf jeden Fall hier ungefähr 200 Stunden dran gebaut, hat er in seinen Steam Workshop geschrieben. Und er hat auch irgendwas reduziert, damit die Performance besser ist. Und ich muss sagen, sie ist sehr gut in diesem Park. Wir werden ein flüssiges Erlebnis heute erleben. Er sagt, er ist nicht der beste Achterbahnbauer, das werden wir dann mal sehen. Aber er ist sehr überzeugt von sich in Sachen Szenerie. Und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Also ich finde auch schon mal, der Eingang sieht sehr cool aus. Es gibt am Ende des Videos wieder Grüße an Abonnenten. Und wer im nächsten Video gegrüßt werden will, sollte natürlich bis zum Schluss zuhören. In diesem Sinne jetzt erstmal viel Spaß bei der Parktour hier. Der Park ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr könnt noch gerne ein Abo dalassen und das Video natürlich auch liken. Das würde mich sehr freuen und supporten. Und wir legen jetzt mal los, werden viel Spaß haben und ich bin echt gespannt. Auto... Parkplatz schon mal am Start, das finde ich schon mal sehr gut. Speed Limit, hier eine Schranke. Also, dieser Eingangsbereich macht schon mal einen sehr guten Eindruck. Ja, die Leute kommen jetzt alle hier quasi aus dem Tunnel raus, ne? Nicht aus ihren Autos. Das wäre halt echt noch nice, wenn das so eine komplette Simulation wäre. Da ist eine Stadt in der Umgebung, dann fahren die dahin, dann parken die Autos da, fahren abends auch wieder zurück. Das wäre schon ziemlich krass, wenn es das hier geben würde. Ich glaube, früher in, wie hieß es nochmal? Wie hieß denn nochmal das Spiel früher? World. Theme Park World. Da sind die mit dem Bus vorgefahren, ausgestiegen, da reingegangen und auch wieder gegangen. Ja gut, aber ich glaube, da sind auch alle gegangen dann. Ich weiß nicht mehr genau. War auf jeden Fall auch ein cooles Spiel damals. Habe ich sehr gerne gespielt. Aber es hat extrem geruckelt. Aber egal. So. Cars Parking. Suppliers, mein Englisch wieder, super gut. Also Busse müssen hier auf jeden Fall auch parken. Sehr schön gestalteter Parkplatz. Gefällt mir wirklich sehr gut. Hier stehen immer hier diese gestreiften, diese Ford Mustang-mäßigen Autos. Und was ich auch cool fand, ich habe eben jetzt so 4000 Leute hier mal reingelassen. Wollen wir sie reinlassen? 11.11. ist schon durch, aber ja, hier können tatsächlich auch noch ein paar mehr rein. Machen wir mal. 5000. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird dann immer noch laufen. Dann lassen wir sie jetzt mal reinkommen. Ihr seht das hier auch nochmal jetzt, wie schön das hier aussieht, wenn die alle reinlatschen. Ich nehme heute Zeit, Leute. Wir haben jetzt schon länger keine Parktour mehr gehabt. Es gab den Livestream in letzter Zeit. Es gab wieder Let's Play-Folgen. Und jetzt gibt es mal wieder eine Parktour. Und wie ihr seht, die latschen hier schön rein. Also sehr schön gemacht. Und ich hatte ja auch in letzter Zeit mal angekündigt, dass auch Planet Coaster, dass Jurassic World Evolution 2 kommt. Ich habe aber keinen Key dafür bekommen und aktuell bis jetzt noch keinen Key bekommen. Und solange ich dafür keinen Key bekomme, werde ich das Spiel auch nicht vorstellen, weil ich würde es mir privat jetzt nicht kaufen für 60 Euro. Aber ich hätte es euch gerne vorgestellt. Vielleicht bekomme ich noch einen Key irgendwie demnächst von Frontier zugesendet. Ansonsten, wenn die meinen, dass ihr nicht das perfekte Publikum seid, dass ich das Spiel mal zeige, den potenziellen Käufern, dann, ja, dann haben sie halt Pech gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Klingt das jetzt arrogant? Ich weiß es nicht. Aber ich hätte es euch gerne gezeigt, aber privat hätte ich es mir jetzt nicht geholt. Wie gesagt, für den Preis. Irgendwann holt es mir vielleicht mal im Angebot und dann zeige ich es auch hier in meinem Kanal. So, also hier die Mitarbeiter oder Suppliers, was weiß ich, was das heißt. Weiß ich nicht so genau, aber das finde ich schon mal schön realistisch gemacht hier mit so einem Hinterhof. Und wir haben schon viel zu weit reingeschaut und gehen einfach mal weiter. Ich bin ein bisschen hektisch gerade. Ich muss jetzt mal ein bisschen runterkommen. So, da höre ich doch schon mal schöne Musik. Wir gehen jetzt ins Gerdiland rein. Das ist der Eingang. Ich habe hoffentlich auch Timestamps in das Video gemacht. Und wer die befolgt hat, der sieht jetzt, es geht los. So, sehr schön, wie man hier begrüßt wird im Park. Ne, schön hier der Chorgesang. Dann siehst du da die erste Achterbahn, Dive Coaster im Hintergrund. Ja, da kann man nur den Hut vorziehen, ja. Also ich freue mich sehr, hier ein schöner, idyllischer See. Und dann hier auch direkt mal so ein Karussell.
Oder auch nicht. Ich habe gedacht, hier ist ein Karussell drin. Sehr gut. Ach ja, nee, das ist quasi noch der Eingangsbereich. Hier gibt es die Tickets. Oh Mann, ja, sehr schön gemacht. Also wirklich ganz idyllisch hier vorbereitet. Wir gehen hier mal so richtig rein. Hallo, hallo. Ja, hier stehe ich leider nirgendwo drauf. Begin your journey. Ja, the Frontier Team, thank you for all you've accomplished this Stokesis. Okay. Ach, diese Musik! Ich habe sie schon lange nicht mehr gehört. Und mir wird immer warm ums Herz, wenn man das hier hört. Das ist echt, das ist nicht gespielt oder so. Das ist einfach echt meine Meinung, tatsächlich. Ich liebe dieses ganze Theming hier. Und ich bin mal gespannt, ob es mal irgendwann Planet Coaster Teil 2 gibt. Ganz grobe Gerüchte gibt es ja. Oh, Wilder Westen haben wir hier. Dann gehen wir direkt mal in den Wilden Westen rein, oder? Der spricht mich doch direkt an. Ach ja. Die Hubschrauber, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das habe ich mir echt noch nicht angeguckt, hier den Aussichtsturm. Der wird hier tatsächlich von King Kong, nein, nicht ganz King Kong, von diesem Marshmallow Man begleitet. Sehr cool. Ein Easter Egg. Little Easter Egg. King Kong West Busy. Sehr cool. Ja, ganz kleines Easter Egg. Echt cool gemacht, muss ich sagen. Aber ist der aus dem DLC oder was? Das muss ja ein DLC sein. Das ist ja der Ghostbusters DLC. Gut, also. Da, nee, wir haben da rechts hingeguckt. Wirklich schön hier gemacht, der Platz. Oh, the Jungle. Und Western Prairie. Sieht wirklich sehr cool aus hier mit den Schienen, die hier kaputt gegangen sind. Der Zug stürzt ab. Sehr, sehr schön thematisiert. Das muss man ihm auf jeden Fall lassen. Gerdi, very nice. Very nice. Das ist ein Deutscher. Er ist ein Deutscher. Very nice. So, Mine Runner. Ich weiß zwar noch nicht, wofür wir hier anstehen. Aber wir stellen uns einfach mal an. Stellt euch nicht so an. Schön, wirklich klassisch hier gemacht. Da sehen wir schon mal ein bisschen was von einem Coaster. Oh. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das Ganze hier gebaut. Get to work. Scum. Oh Mann, mein Englisch. Oh, nice. Die Bahn. Da freue ich mich drauf. Die legt sich ja schön in die Kurve von alleine, ne? Da freue ich mich wirklich drauf, dass wir die jetzt fahren können. 5 Sterne. Falscher Zug. Schnell einsteigen hier. So, ab geht's, Leute. Rein in die gute Stube. Erste Bahn. Wir legen los. Und dann geht's ab in die Mine. Ich hoffe, es wird dunkel. Oder ich muss dann nochmal dunkel einstellen oder so. Keine Ahnung. So, dann geht's hier einmal hoch. Schön den Berg. Nochmal alle schön ein bisschen Vorspannung. Das mag ich. Ja, sehr nice. Ich spule ein Stück vor. So. Keine Geduld hat der Junge. Keine Geduld. Sehr cool gemacht hier. Die Thematisierung, dieses Bergwerk-Feeling. Wirklich sehr nice. Cool wäre, wenn jetzt hier noch dunkel, also Nacht eingestellt wäre, wenn man drin ist. Aber okay. Wir legen uns schön in die Kurve. Woo! Jo, die fährt sich. Die fährt sich doch super nice bis jetzt. Ja, das ist doch echt cool. Eine richtig, richtig spaßige Bahn. Das ist echt cool. Oh, hier dieses Tal hier drin. Ich hab Spaß. Macht echt Spaß. Und ist wirklich wunderschön. Yay. Gut, jetzt weiß ich nicht mehr, wie steil wir noch sind. Aber wir haben noch Speed drauf. Und dann sind wir schon wieder zurück. Sehr cool, die Bahn hat wirklich Spaß gemacht. Nur mal ganz kurz zum nochmal mitfahren. In der Perspektive ganz grob. Oder halt. Pause. Pause. Das Ganze nochmal bei Nacht. 19 Uhr. Zack. Und Pause zu Ende. Nur dass wir, damit wir das von hier auch nochmal gerade ganz grob sehen, wie die Bahn so abgeht. Und das gefällt mir echt sehr gut. Also die ist doch schon mal schön thematisiert. Das ist mal Minenfeeling hoch 10. Also richtig gut gemacht.
echt eine coole Bahn. Ich will aber jetzt nicht zu viele Bahnen zwei- und dreimal fahren, weil sonst ist es wirklich zu ausartend. Aber die wollte ich mir im Dunkeln nochmal anschauen. Oh, guck mal, wie nice das hier aussieht. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Also, das hat mir schon mal wirklich gut gefallen. Hier auch die Station. Kann man gar nicht meckern. Wir bleiben mal im dunklen Nachtmodus und gehen hier gemütlich raus. Ja, hier ist dann quasi die Mine, die hier am Laufen ist. Sehr schön mit der Beleuchtung und allem. Also, und dann fährt der Zug hier unten lang. Das hat doch echt was. Also hier das Dynamit wird schön genutzt. Jetzt kommen sie gleich. Wollen einmal sehen, wenn sie hier lang fahren. Von wo kommen sie? Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwo kommen sie. Und. Ich höre nur hinter. Ah, da fährt ein Zug lang. Das ist echt cool. Echt cool. Guck mal, der fährt ja hier so lang und da so lang und da. Also, ist schon echt cool gemacht. Ich will die jetzt da lang fahren sehen. Da kommen sie doch. Cool, wenn du hier stehst und siehst das dann da, wenn die da vorbeifahren. Einfach toll. Toll, toll, toll. So, oh, auch schön beleuchtet da die Achterbahn. Ja, dann gehen wir mal hier runter. Also wirklich thematisierungsmäßig grandios gemacht. Ganz toll. Colossus, Tornado, The Baumel, Wild Wild West, Mine Runner. Wo sind wir jetzt hergekommen, ist die Frage. Hier sind wir reingekommen. So. Machen wir mal am Abend weiter, oder was? Ach nee, komm. Ich schalte mal wieder Tag an. High Noon. 12 Uhr, oder? Dann gehen wir mal hier weiter. Also, das ist echt sehr, sehr schön gemacht. Oh, da oben gehen auch welche lang. Warteschlange? Keine Ahnung. So, hier geht's lang. Das scheint ja hier ein Eingang zu sein. Mitarbeiter, Exit, Bumper Coaches. Bumper Coaches. Jo, mal ein seltenst gesehenes Ding. Guck mal, hier schön das mit Holz gemacht. So kann man auch sowas thematisieren. Ein Autoscooter im Western-Style. Gibt es. Also, das ist doch mega gut gemacht. Mega. Ich feiere es ab. Ich feiere. Ein Saloon haben wir hier. Ach, Saloon Party. Gambler, Desperado, Cash Only. Ja, dann gehen wir mal rein in den Laden. Saloon. Mega, mega. Ah, das ist die Boomerang-Bahn hier. Auch sehr gut thematisiert das Ganze. Also, sehr, sehr schön. Ich freue mich jetzt auf die Fahrt. Hier aus diese Warndinger so gemacht. Das kann man doch mal so machen, ne? Warum nicht? Wir steigen ein. Saloon Party. Ab geht's. Erste Reihe ist doch klar. Ist der Kinderparty-Star. Maika macht das Würstchen. So, ab geht's. Ja, wir können jetzt hoch. Ah, ab geht's. Ja, den Fehler hatte ich auch mal bei einer Bahn, dass das nicht so richtig funktioniert hat mit dem Abfahren. Da kann man was machen, dass das dann direkt in einem Guss hochfährt. Ja, das ist hier eine ganz klassische Boomerang-Bahn. Kein großes Highlight. Hier, den Bogen bin ich mal gespannt. Das sieht so ein bisschen schief und krumm aus. Aber ich denke mal, hier wird sich alles angenehm fahren. Ja. Ein ganz bisschen ruppig. Aber alles in allem kann man da nicht meckern. Ja, diese kleine Knick da. Ist das die Standardbahn? Ich weiß es nicht. Yay, das ist mal ein cooler Look hier. Ah, wir müssen wieder in die Kamera. Da hinten der Aussichtsturm geht gerade hoch. Also ein ganz klassische Boomerang-Bahn. Mit einer schönen Thematisierung. Gibt es überhaupt nichts zu bemängeln. Gefällt mir sehr gut. Farbgebung ist auch interessant, finde ich auch ganz gut. Also, ja. Finde ich schön. Sehr schön gemacht. Da können wir auch, würde ich sagen, direkt weiter
in die nächste Bahn, alle aussteigen, sich freuen und weiter geht's. So, da entgleist gerade was. Kennen wir. Und dann kommen wir hier wieder raus. Sehr schön, sehr, sehr schön. Wo müssen wir denn jetzt weitergehen? Wo müssen wir weitergehen? Ich habe erst gar nicht gecheckt, dass das hier ein Eingang ist. Das finde ich auch cool. Weil es einfach so gut in die Thematisierung reinpasst. Ja, wir gehen nochmal hier rechts hoch, bevor wir den Bereich hier verlassen und irgendwie alles verpasst haben. Keine Ahnung. First Aid. Also Läden, Automaten an jeder Ecke. Das Sawmill. Ich gucke erstmal nochmal hier hinten. Oder gehen wir einfach hier rein. Was wir sehen, nehmen wir mit. Dann nehmen wir die Mühle mit. Ich weiß nicht, was Saw heißt. Da gibt es auch so eine Filmreihe. Die gesehene Mühle? Ich weiß es nicht. Ja, hier ist also ein Sägewerk. Eine Sägemühle. Oder was? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ach, das ist eine Wasserbahn. Ach so. Ein bisschen viele Baute. Aber tu das Note mit dem Baut. Das Sawmill. So. Ja, dann nehmen wir das Boot, was gerade hier rausfährt. Meine klassische Bootkamera-Ansicht. Und dann spulen wir mal hier vor. Die Fahrt muss ein bisschen schneller gemacht werden, sonst dauert das hier 2 Stunden. Hier ist wahrscheinlich auch nochmal schöne Beleuchtung. Ja. Da kommt aber noch einiges in den Park. Oh, das wird ein langes Video, Leute. Wir sind jetzt erst noch nicht mal bei der Hälfte wahrscheinlich. Hui. Wusch und wieder hoch. Need a cut. Ui. Foto incoming. Juhu. Ah, das sieht doch sehr schön aus hier. Einmal nass geworden. Hier schwimmen die ganzen Holzstämme rum. Dann die Holzachterbahn, auf die ich mich sehr freue. Das mit den Beleuchtungen sieht auch sehr cool aus. Also, top, top thematisiert, muss man so sagen. Man kann gar nichts anderes sagen. Wer sagt, dass das nicht gut thematisiert hier ist? Das ist einfach wunderbar gemacht. Ich war erst ein ganz bisschen skeptisch, wer sich so hoch lobt in Sachen Thematisierung, ob das dann auch so gut ist, ist dann immer noch mal eine andere Frage. Aber ja, eine schöne, knackige Bahn. Das ein oder andere Boot könnte hier weniger sein, weil es bringt eh nichts. Leider. Leider ist das nicht wie in echt, dass das einfach hier so durchflutscht und die weitergehen können. Das, ja. Die Bremse hier ist halt einfach das Aussteigen. Das ist, ja. Es geht halt nicht schneller hier. Es geht so nicht schneller. Naja, wir steigen auch aus. Hier gibt es unser Fotoladen. Na, jetzt wird auch mal wieder hier gewartet, das Ding. Und dann gucken wir mal hier. Oh, schön. Der Tornado. Eine Kinderbahn ist auch am Start. Ich will einmal kurz gucken. Guck mal, mit diesen Scheinwerfern, das sieht echt auch cool aus hier. Also wirklich sehr schön gemacht. Und dann haben wir hier noch einen Breakdance drin. Oder was? Wild Wild West. Wie kommen wir da rein? Da kommen wir da rein. Dum, 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 dum. Wild Wild West. Bisschen Steampunk noch drin, ne? Ja, auch cool. Das Ding macht echt Spaß. In echt. Bestimmt auch. Sowas ähnliches bin ich auch schon mal gefahren. Oder? Warte mal. Ja, ist nicht ähnlich. Das Shake. Shake. Kennt ihr Shake? Finde ich auch sehr geil. Ich fahre Shake. Das hieß, glaube ich, so. Fahre ich lieber als Autoscooter. Auto als Breakdance an sich. Das hat einfach noch mehr Move-Elemente drin. Ach so, das ist hier der Ausgang von da. Ah, cool, cool, cool. Ja, dann haben wir den Bereich durch. Guck mal hier von oben. So sieht das Ganze von oben aus. Doch, wir müssen noch in die Holzachterbahn gehen. Die ist hier hinten. Also richtig schöner Bereich. Das muss man so sagen. Ganz toll gemacht. Hier nochmal irgendwie so ein Kirchturm. Ich sag mal Prost. Ah. Machen wir uns weiter, ne? Wir stehen hier dran.
Don't abandon all hope. Ich dachte, hier ist ein Easter Egg drin. Schade. So, exit only. Da oben. Oh, die fährt aber schnell hoch, die Holzachterbahn. Ich freue mich. Ich freue mich richtig. Oh, die Pferde hier. Ja, was war denn das jetzt gerade für ein Geräusch? Ach, die Wasserbahn, die hier irgendwo runterkommt. Kolossus! Da hinten fährt Kolossus lang. Schön, also eine schöne Holzachterbahn von hier. Medieval World, da gehen wir dann gleich hin. Da kommt sie lang gefahren. Da wollen wir jetzt rein. Warteschlange, einmal durchrennen. Ach, hier sind wir schon da. Also ich finde, die Warteschlangen sind angenehm kurz. Der Park ist angenehm voll, ne? Das ist echt richtig schön. Er läuft flüssig. Ich bin echt richtig happy mit diesem Park. Das gefällt mir sehr gut. Das Gebäude gefällt mir sehr gut. Mir gefällt alles bis jetzt wirklich sehr gut. Ganz tolles Erlebnis hier mit diesem Park. So. Einsteigen. Irgendwie sitzen wir hier ganz schön tief. Ah, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ab geht er, der Peter. Hier haben wir unsere Boomerang-Bahn von eben. Schön gemacht hier mit den Lampen. Ja. Boah, der zieht jetzt an hier hoch, ne? Der zieht aber richtig. Yeah, so sieht das aus. Und wir wollen natürlich drin mitfahren. Yeah, first drop. Ab geht's. Bis jetzt sehr geschmeidig die Fahrt. Woo. Speed ohne Ende. Yeah. Ich muss immer zu dem Turm da hochgucken. Er ist auch immer im Bild. Boah, die fährt sich aber richtig gut. Also ich finde die super. Woo. Schöne Airtimes hier auch mit drin. Glaube ich. Ich spüre das so ein bisschen. Ja. Ja, ja. Oh, nice. Also richtig nice gemacht. Hui, hallo, Bahnhof. Ganz tolle Fahrt. Richtig tolle Fahrt. Da kannst du gar nichts sagen gegen. Ein tolles Ding. Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Hat's euch auch Spaß gemacht? Echt cool. Und der schreibt doch, ja, Achterbahn bauen bin ich jetzt nicht so gut. Ist doch super. Also, da gibt's gar nichts zu sagen. Einfach eine richtig tolle Nummer hier, das Ganze. So, wo geht's raus? Exit. Ganz toll. Dann gehen wir mal weiter ins Medieval Land hier, World. Oder was? Was ist jetzt hier los? Ne, warte mal, hier, ich hätte links abbiegen müssen, so war das. Schöne Brücke, oh, toll gemacht. Ich kann mir schon vorstellen, wie schwer das ist, sowas zu bauen. Erstmal da drauf zu kommen, toll. Tolle Wurst. Und das ist hier alles so thematisch, man geht hier schön da drin lang. Die Bahn fährt hier um einen rum. Du bist einfach nur überall mitten drin. Das ist echt ganz toll gemacht. Ah, fährt so lang. Also ganz großes Kino. Medieval World. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Also das sieht doch schon mal sehr cool aus, ne? Das ist doch ein toller Eingang für sowas. Was erwartet uns hier vorne? Ein Topspin haben wir erstmal hier direkt. Alter, was ist das für ein fetter Turm? Ey, das ist ja richtig cool. Also das finde ich echt nice. Ein Topspin in einem riesen Tor mit Feuereffekten. Die Leute verkokeln erstmal alle schön. Also, mehr geht nicht. Mal hier abends anmachen. Das sieht schon echt cool aus, oder, Leute? Was ein Gebäude, ne? Für so einen Topspin gebaut. Wirklich richtig gut gemacht. Leider ist da fast keiner drin. Drei Leute sind drin, als ob die sich dann außen an den Rand setzen würden. Ne? Das glaube ich nicht. So, machen wir wieder Mittag an.
Gucken wir nochmal, was hier los ist. Ich will einmal kurz von oben schauen, was uns hier so erwartet. Wie groß ist denn der Bereich jetzt hier? Das geht hier hinten hin, hier lang, da lang. Dann haben wir noch was mit Piraten und den Dschungel. Eieiei, wir sind erst im zweiten Bereich dann jetzt. Aber ist so. Ich glaube, hier hinten ist eine Sackgasse. Dann gehen wir erstmal in die Richtung hin. Hui. Ja, schön, ja, arbeitet ihr mal schön da. Die Brücke. Und hier ist eine Achterbahn. Oh, oh, ein Wingcoaster. Fliegt hier so rum. Witch Dance. Oh, was ist denn der Witch Dance? Ah, hier wird gekocht, hier wird gebraut. Und gezaubert wird hier auch noch. Piu, piu. Cool, cool, cool. Dieses Geräusch ist so cool, diese Lache. Herrlich. Also die erinnert mich immer so ein bisschen an... War das nicht die Bösewichtfrau in Ariel, die Meerjungfrau? Kennt ihr die noch? War da nicht was irgendwie... Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Irgendwie erinnert die mich so ein bisschen daran. Aber wirklich sehr schön hier thematisiert, dieses Kinderkarussell. Ein bisschen gruselig gemacht. Wie geht man denn hier raus? Ach, hier geht's rein und da geht's raus. Ah, so geht das hier ab. Okay. Das ist der Eingang. So, sehr schön. Ist das jetzt noch Medieval? Ich weiß es nicht. Irgendwie schon. Toilettenhaus. Ein Pullerhaus. Hier gibt es Shops. Oh, was eine Kulisse hier, ne? Vom Allerfeinsten. Da oben der Drache. Da kommt der Coaster. Sehr cool. Also ich freue mich da jetzt mitzufahren. Und ich hoffe, wir gehen hier Richtung Eingang. Ui, die fährt aber hier überall lang. Nice. Also vom Fahrfeeling von außen wirkt die doch schon mal sehr cool. Boah, da wollen wir mal hin. Auch toll hier mit der Brücke gemacht. Dieses Gebäude, da kommt sie an. Geflogen. Dragon Rock. Ja, dann gehen wir da mal rein. Ah, es geht nach unten. Schön. Schönes Ding. Richtig schönes Ding. Tolles Gebäude. Ja, in echt ist es nämlich so, dass das immer mit einer Brücke irgendwie sein muss, weil du kommst ja von der einen Seite hier hin, stellst dich hier an. Das ist jetzt natürlich unrealistisch im Planet Coaster, die steigen hier auf einmal auf der anderen Seite alle aus, aber in echt müssen die hier aussteigen, hier rüber und dann da rausgehen. Dann können erst die nächsten rein und dann müssen auch welche rüber und dann da rein. Das ist dann der Umstand eines Wing Coasters für den Einsteigen, fürs Einsteigen. Ja, von mir aus können wir losfahren. Und die Bahn ist jetzt auch voll, wir können schon los. Wunderbar, ab geht die Post. Schön hier mit dem, mit der Drachenhöhle. Trommelwirbel? Lavawirbel? Ah! Juhu! Mit Musik? Sehr angenehm alles. Yeah. Ja, aber du. Gerade noch so rum. Jetzt geht's hier mit ordentlich Speed nochmal lang. Und dann sind wir auch schon zurück. Oder noch nicht. Keine Ahnung. Was passiert jetzt noch? Das große Finale. Ja, nicht ganz. Okay. Ja, die war ganz okay, die Bahn. Sag ich mal. Also die fuhr sich auf jeden Fall angenehm. Ich finde, dass der Makel, den ich jetzt der Bahn ankreiden würde, ist,
Sie hat das Potenzial eines Wing Coasters nicht so richtig ausgenutzt. Hier kann man, ich finde, bei den Dingern kann man noch viel besser diese Inversionen machen, diese Drehungen. Das ist so ein bisschen zu klassisch gebaut mit Loopings einfach. Ich finde, da hätte man mehr von diesen Drehungen machen können, weil das sieht von außen cool aus bei dem Coaster und das fährt sich auch angenehm damit. Also, aber ansonsten kann man nicht meckern. War eine schöne Bahn, aber die hat noch mehr Potenzial, noch ein paar coolere Elemente reinzumachen. Die haben am Ende noch so viel Speed drauf, da hätte man noch ein bisschen vielleicht ein bisschen was machen können. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Das mit dem Wasser habe ich gar nicht mitbekommen bei der Fahrt, muss ich gerade sagen. Aber okay. Sehr schön. Schönes Ding. Wir waren hier in der Sackgasse und gehen jetzt wieder raus. Guck mal, hier hinten auch den Wasserfall. Ach nee, das ist gar kein Wasserfall. Oh mein Gott. Ja. Muss mal wieder meine Lippen befeuchten. Hier ist ein Wasserfall. Cool. Unter dieser Brücke. Sehr cool gemacht. Echt gut gemacht. Ja, dann müssen wir mal gucken, wo es jetzt hier weitergeht, in die Richtung dann. Hier schöne Gebäude, Häuschen. Ist das der Eingangsbereich hier wieder? Das sieht aus wie der Eingangsbereich, ne? Aber da sind wir eigentlich weit von entfernt vom Eingangsbereich. Hier geht es dann hoch. Hier sind wir eben reingekommen, ja. Ach guck mal, sind wir da vorbeigelatscht? Ne, wir sind von woanders gekommen, oder? Nee, hier waren wir nicht. Nee, hier waren wir noch nicht. Okay, hier ist eine Kinderachterbahn. Die nehmen wir mit. Hier ist halt nochmal so eine Hütte. Ah, okay. Hier ist auch nochmal so ein Feld hinter diesem Eingang. Und dann haben wir hier Princess Rescue. Also, Zelda. Eine Kinderachterbahn. Und da bin ich mal gespannt, wenn der bis jetzt alle Bahnen so schön gebaut hat, wie dann die hier sein wird. Princess Rescue ist am Start. Erstmal alle raus. Vor allem, das ist die Bahn auch. Die gibt es einmal mit dieser Warteschlange und einmal, wo man so reingehen kann, einfach nur. Das hier macht viel mehr Sinn. Wir fahren los und sehen hier einen Kampf. Sehr cool. Da haben die Kinder doch was zu staunen. Ich setze mich mal wieder hier hinten hin. In dieser Bahn ist immer hinten mein Lieblingsplatz. Jetzt erklimmen wir erstmal den Turm. Das ist doch mal sehr schön. Ein bisschen sehr nah dran, aber okay. Da immer wieder diese Ghostbusters-Figur da auf dem Turm im Hintergrund. Unser King Kong in diesem Spiel, in diesem Park. Und ab geht's. Ist aber ganz schön hoch für eine Kinderachterbahn. Hui. Oh, die geht aber gut ab. Ja, sehr schön selbstgebaute Stützpfeiler. Gefällt mir sehr gut. Ah, oh, guck mal, der Turm, wie geil das aussieht alles. Nice. Mega. Das war echt angenehm, nicht zu krass alles. Schöne Bahn hier für die Kinder. Die macht doch Spaß. Wo gehen wir raus? Hier gehen wir raus. Echt eine tolle Bahn. Den Turm hat man gar nicht so gesehen. Die sieht ja richtig cool aus hier vom... Also Thematisierung top. Und die Bahn fährt sich auch super. Also... Ja. Toll hier auch mit diesen... Ne? Guck mal, das ist hier selber gebaut. Da muss man sich schon für Mühe geben, um das so schön hinzubekommen. Dieser Turm. Guck mal da oben. Da ist er. Auf dem Balkon. Sehr schön. Echt richtig toll gemacht. Wunderbar. Dann gehen wir mal den Weg jetzt hier links hoch. Den hatte ich eben schon gesehen. Ui, das ist aber eine weite Steigung. Und da sehen wir da die Burg auf dem Felsen, auf dem Berg. Ah, hier nochmal so Schutzgitter drumherum. Und dann hier das Piratenschiff in der Bucht. Toll. Toll, toll. Ich freue mich auf das, was da noch kommt. Auf das, was da noch kommt. Wo ist denn hier der Eingang für? Ach, hier. The Juggler.
Cool. Echt cool gemacht. Guck mal hier mit den Zelten außenrum. Kann man mal so machen hier dann. Das ist echt schön thematisiert. Auch hier die Platten. Ach, dafür sind die gut. Oder kann man so machen, ja. Nice. Echt nice thematisiert, oder Leute? Also, guck mal hier auch der drehende Ding da. Ganz kurz nochmal. Bevor es anhält, da! Ey, wie cool das auch. Die Beleuchtung ist wahrscheinlich überall super gemacht. Aber ich habe jetzt mal hier wieder geguckt, wie es so ist. Und jetzt gehen wir zur Schloss oder Burg. Ich weiß gar nicht, wann sagt man denn Burg? Achso, 12 Uhr. Mittag. Ab geht's. Hui, wieder den Berg hoch. Wieder Schutz geht da vor feinden Handys. Das Burgtor. Und perfekt, die Prinzessin begrüßt uns jetzt hier auch noch. Ach, herrlich. Na, die Prinzessin. Juhu. Hallo. Juhu. Oh, das sieht aber echt gut aus hier, oder Leute? Die sich alle freuen. Dann fährt hier die Bahn drüber. Hail to the ring, to the king. Echt, also ein richtig schöner Burghof. Vor allen Dingen ist das schön belebt hier auch alles. Da ist was Gruseliges. Wir nehmen erstmal das hier. Hail to the king, baby. Was ist das? Ist das die Achterbahn? Ja. Also mega. Mega Thematisierung. Hier haben wir diesen Infinity Coaster. Ist aber ganz schön eng, die Kiste hier, ne? Ganz schön eng. Das geht eigentlich nicht. Hail to the King. Ab geht's. In die Mitte setzen. Das Licht einmal ausgemacht. Fackeln an. Also wir sitzen hier so drin, ne? Nur dass ihr es auch nochmal seht. Ah, oh, epische Musik. Ganz langsam wird hochgefahren. Senkrecht. Wir fahren hier gerade senkrecht hoch. Haben wir den Burgturm erklommen. Heidewitzka. Nice. Nice. Über die Brücke hier rüber. Oh, die ist auch gut. Richtig gut. Ja, ganz bisschen ruppig jetzt hier mal gewesen, aber mega. Jetzt kommen die ganz langsame Drehung. Oh, sehr cool. Über die Leute da drüber. Sehr cool. Mega. Die Musik dazu. Herrlich. Da seht ihr das Grinsen in meinem Gesicht. Das ist die Bewertung für diese Bahn. Mega. Die kann ruhig ein bisschen lächeln da. So. Raus geht's. Nächste Bahn. Und jetzt geht's in den Gruselmodus, glaube ich. Und ich glaube, ich mache das Licht schon mal aus. Man sieht hier leider ein bisschen klein. Hier hätte man noch schön groß dran schreiben können, was jetzt hier kommt. Ich mache das Licht aus. Ich mache alles aus. Wir gehen in Vollbildmodus hier mal rein. Forbidden Library. Die verbotene Bibliothek. Und alle, die eine Spinnenphobie haben, raus. Nein, wir gehen da jetzt rein. Ich sehe schon die ersten Spinnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn der jetzt hier eine Geisterbahn reingebaut hat, feiere ich das nochmal. Oh, es geht aber ganz schön tief in die Gruft hier rein, ne? So. Ja, es ist eine Geisterbahn. Es ist eine Geisterbahn. Mega. Also, allein schon mal hier vorne. Die Thematisierung. Mega cool. Pause. Ich will hier nichts mehr versauen. Schnell in den richtigen Wagen hier rein. So, wir sitzen. Es kann losgehen. Ich bin bereit.
Sehr schön gemacht. Die Bücherei hier. Ja, die Bücherfliege. Ui, hallo. Na, der zappelt doch gleich. Das ist doch für Kinder geeignet. Ist nicht so gruselig hier, ne? Aber es ist schön gemacht. Die ganzen Bücher hier. Ja, cool gemacht. Es geht noch tiefer, Leute. Hui, was ist denn jetzt los? Ja, komplett dunkel hier. Oh, wir sind im Kerker angekommen. Echt gut gemacht. Hier hängt da auch einer am Messer, an der Säge. Was für geniale Ideen hier drin sind. Also. Wirklich super. Oh oh. Krass, was eine Höhle. Mega. Ich wusste gar nicht, dass es so Fledermäuse hier gibt. Oh, die fette Spinne da hinten, Leute. Wo geht's jetzt lang? Oh. Schnell raus aus dieser Höhle. Ah! Raus aus dieser Höhle. Oh. Weg hier. Weg. Alter, mega. Also, unglaublich gebaut hier. Ganz, ganz toll. Die Musik nervt mich nur ein bisschen. Die Hände. Da sind so Viecher, so Leute dahinter. Zombies. Die Idee ist ja auch super. Ich finde das auch cool, dass wir hier so durch diese Höhle hochfahren. Also. Krass. Ja. Also. Da kann man nicht meckern. Da kann man gar nicht meckern. Wehe, ihr meckert. Warum war die Fahrt nicht länger? War so cool. Ja, sehr cool. 12 Uhr mittags wieder anstellen. Und dann gehen wir wieder hier ein paar Etagen nach oben. Upp. Und ich glaube, wir sind hier oben durch. Schwuppdiwupp. Die Bahn sind wir gefahren. Also das war echt cool hier hinten. Waren wirklich tolle Sachen dabei. Und ein ganz toller Look. Und hier, oh, nice, nice, nice. Sehr cool. Dann können wir hier hinten weitermachen. Weil hier müssen wir den kompletten Weg wieder zurückgehen. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Ich hoffe, wir haben nichts verpasst. Hier wieder der schöne Toreingang. Medieval World. Da geht man doch gerne rein, ne? Wenn man das hier sieht als Eingang. Einfach nur schön. Ich werde immer wieder gefragt, wie ich das wegmache. Steuerung, Shift und G. Das geht am PC und auf den Konsolen geht es, glaube ich, nicht, dass man die Leiste unten wegmacht. Und ansonsten habe ich das, glaube ich, mal rausgefunden, indem ich hier auf Steuerung gegangen bin oder sowas, ne? Irgendwo. Da, Menü, Tastaturkürzel und so Sachen. Da könnt ihr hier nochmal alles rausfinden. Lademenü öffnen. Da könnt ihr, jetzt siehst du, mit F9 kannst du auch einfach öffnen. Also hier ist alles drin, nochmal erklärt. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie ich drauf gekommen bin, dass man das... Kamera? G? Überlagerung ein... Sicherheitskamera. Überlagerung ein- und ausschalten. Aha. Ja, also hier gibt es wirklich viele Tastaturkürzel. Das hatte ich schon gemacht. Allgemeine, da unter Allgemeine vielleicht. WASD. Kamera links, rechts. Hier steht alles nochmal da. Freie Kamera ST, das ist ganz wichtig. Die Geschwindigkeit könnt ihr mit Shift dann ändern. Gewähltes Objekt löschen, ist ja klar. Da, rückgängig, das ist wichtig. Es ist vieles wichtig. So, Benutzeroberfläche zeigen und verbergen. Steuerung rechts, Umschalt rechts und G. Also ich mache das, ja, mache ich das auch so? Ja, mache ich auch so, genau.
Kameralicht, das wurde mir auch mal gesagt, dass ich das immer vergesse. Was ist denn fokussieren? H und L? Warte mal. Jetzt muss ich nochmal gucken. Also Kameralicht, das wurde mir ja immer gesagt, dass es am PC auch geht. L. So, jetzt muss man nochmal hier rausfinden. Ja, dann habe ich hier immer so eine Taschenlampe an, ne? Ah ja, okay. L wieder aus. So, und was war jetzt fokussieren? Ist das für diesen Tiefe-Schärfen-Effekt? Wir machen mal einen kleinen Exkurs hier in... Was war denn das jetzt nochmal? H? Ich glaube, das ist... Da müssten wir jetzt nochmal gucken. Ich glaube, das ist, wenn man dieses eine Ding da anhat. Das werden wir jetzt nochmal kurz testen. Kamera fokussieren, H. Das geht aber wahrscheinlich nur, wenn man in der Grafik hier Feldtiefe auf ein macht. Oh, Blumen finde ich ganz schlimm. Was? Das ist aus? Das muss doch an. Gibt ja auch noch Ultra und so Geschichten. Aber ich glaube, den Unterschied sieht man eh kaum hier im Spiel. Die Planet Ghost hat ja diesen Effekt, ne? Dass man sagen kann, man möchte das scharf gestellt haben hier, ne? So. So, wo, ne? Seht ihr, was ich meine? So, im Hintergrund ist jetzt... Ah, komm. So, der Hintergrund ist jetzt unscharf. Ne, ihr seht das Kettenkarussell ist unscharf. Alles, was jetzt hier in meinem Fokus ist, wird scharf. Das hat so einen Realismus-Look. Aber ich finde ihn allgemein, also für Screenshots ist der wahrscheinlich ganz cool, wenn man Screenshots machen will. Aber allgemein braucht man den jetzt nicht wirklich. Ne? Wir gucken jetzt mal hier nochmal so, genau. Jetzt sehen wir hier das Ding scharf und im Hintergrund ist alles so ein bisschen unscharf. Jetzt gucke ich da hinten hin. Jetzt ist das da hinten scharf. So, jetzt habe ich gedacht, wenn ich jetzt hart drücke, passiert hier was, aber irgendwie passiert hier auch nichts. Nö, keine Ahnung. Naja, aber ihr habt jetzt mal gesehen, ne, wie dieser Effekt ist und ich finde ihn nicht gut. Aber wenn man jetzt hier so guckt, geht's eigentlich? Das ist halt immer, wenn du an Sachen rangehst, dann wird das so komisch halt alles. Hm. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr da Freund von seid oder nicht. Macht das Sinn, das in so einem Video anzumachen? Ich glaube halt nie. Hat ihr das, oder ist das jetzt an und aus gewesen? Irgendwie passiert jetzt gerade nichts. So, nochmal H. Ich drück jetzt H. Drück nochmal H. Hm. Vielleicht habe ich das auch noch nicht richtig verstanden, wie das funktioniert mit H hier. Aber haben wir das mal probiert, die Feldtiefe in Planet Coaster. So, Blumen aus, das aus, dann ist alles wieder Knorke, alles scharf, so wollen wir es haben. So, währenddessen haben wir gar nicht so richtig gesehen, hier ist ja ein Kettenkarussell schön. Und hier kommt man zum Eingangsbereich zurück, da ist auch das Dschungelfeeling. Wir gehen jetzt aber erstmal in den Piraten Pirate Bay. So heißt das Ding. Haben wieder einiges dazugelernt, ne? Aber auf der Konsole gibt es ja auch den einen oder anderen Kniff, wie man, ne, diese Sachen bedienen kann. So. Wir gehen mal durch diese Brücke durch. Oder hat mir hier noch was verpasst? Den See hat man schon gesehen. Hier ist auf jeden Fall Wellengang angesagt. Hä? Auf einmal spiegelt das. Und eben nicht. Jetzt speichert er gerade. Deswegen ruckelt es einmal. Gerade hier. Ui, ja, okay. So, weiter geht's. Ui, Toilettes. Port Royal, Pirate Adventure. Hier ist ordentlich was los, ne? Also hier ist wirklich ein Hafen. Hier stehen einige Schiffe. Also richtig cool gemacht. Und hier ist eine Station. Da wollen wir rein. Da wollen wir rein. Exit only. Wie komme ich denn da rein? Hier. Ah, Port Royal. Da gibt es ja ein Spiel zu. Port Royal. Das war so ein Handelsstrategiespiel. Das fand ich immer so vom Thema und allem voll cool. Aber ich habe es nie selber gespielt, leider. Das ist das doch an mir vorbeigegangen. So. Wir steigen ein in Port Royal und hoffen, dass die Fahrt hier bald losgeht. Es müssen nur noch zwei, drei Leute kommen.
Ja, die Bahn ist auch sehr cool. Man hängt so mit den Beinen so in der Luft. Und dann geht das hier los. Ui, der Lift. Hat das was mit Piraten zu tun? Weiß, schwarz, die Bahn? Keine Ahnung, egal. Wir fahren einfach mit und hoffen, dass sie wieder so viel Spaß macht wie die anderen Bahnen auch. Nice, also der Look ist einfach extrem nice von dem ganzen Park. Fahren wir einmal durch den Hafen hier durch. Hui, einmal durch die Schiffe. Ja, hier so eine Roll, B-Roll, S-Roll, X-Roll, Hardline-Roll und wie sie alle heißen. Ich hab ja keine Ahnung. Hauptsache, wir haben Spaß. Oh, jetzt. Die Bremse war ein bisschen hart. Die war ein bisschen hart. Da hat er noch so viel Speed drauf. Da hätte man noch ein bisschen was erleben können hier mit dem ganzen Speed. Ja gut, jetzt wartet das Ding hier, bis es unten weitergeht. Also, oh, die Kanonen stehen hier schon bereit. Also, das Ende war ein bisschen abrupt, muss ich sagen. Aber ansonsten, eine schöne Fahrt. Wir gehen mal weiter durch den Hafen. Sind wir da gerade durchgefahren? Anscheinend. Also richtig cool hier gemacht. Toll. Das ist echt Hafenfeeling hier, oder? Das kann man gar nicht anders sagen. Und auch schön hier. Ah, ein Zuerladen. Alles am Start. Hier ist ja auch ein schönes Element. Pirate Adventure. Da gehen wir doch mal rein. Da stehen überall hier im Piratengebiet stehen nicht viele Leute an. Oh, da haben wir so eine Bahn hier. Ach ja. Vor allen Dingen, meine Herren, wir sollten hier mal einstellen. Station nicht besetzen. Station nicht blockieren. Raus da. Dann steht hier keiner an, oder was? Was soll denn das? Fährt die jetzt einfach los? Ich hätte ja schon gern so ein paar Leute da drin dann auch, wenn wir da jetzt schon mitfahren. Mal, jetzt geht das hier auch voran. So, die können da einsteigen. Schnell eine Bahn weiter. Genau, wir sitzen hier vorne drin. Einmal in die Mitte. Einmal bitte eine ordentliche Kamera. Die Kamera nehmen wir hier für heute. Das Piraten-Adventure. Puff, puff, peng, pui. Ja, ganz gemütlich. Ey! Ja, hier wird halt wild geschossen drumherum. Also hier passieren auf jeden Fall so ein paar Sachen. Oh, die ganzen Krokos. Schnell weg hier. Ui, das geht ja runter hier richtig. Ach ja. Ach ja. Hängen wir fest? Nein, es geht weiter. Okay. Hui. Hui, meine Herren. Was jetzt hier wohl kommen mag? Es ist dunkel. Irgendwas wird gleich angehen, ne? Wow. Alter. Also hier kriegt man einen Ehrenschreck als in der Geisterbahn. Wow. Ja. Tentakeln. Was ist los? Also das ist echt gut thematisiert hier. Das ist fast eine Riesenhöhle halt, ne? Nice. Echt nice. Kann mal einer bitte eine Hook- oder Peter Pan-Bahn bauen? Oh Gott, kriegen wir jetzt wieder einen Schreck? Mega. Mega. Ich schwimme mal ein bisschen vor.
Eigentlich darf man gar nicht vorspulen, weil hier passiert die ganze Zeit was. Ne? Das ist schon unmöglich von mir. Also Thematisierung. Ich habe nicht gedacht, dass das hier so ein krass guter Park wird. Man hat immer so eine man guckt sich das so grob an. Aber dass da so krass was hintersteckt, hätte ich hier nicht gedacht. Ich spule mal ein bisschen vor, weil es ist echt sehr lang alles. Und wir sehen ja, dass es cool ist. Also das zu bauen, ist aber echt mega Respekt von meiner Seite aus. Wow. Die Batman-Höhle. Gehen wir weiter. Hier bricht gleich alles zusammen. Einfach nur cool gemacht. Kommen wir jetzt schon zurück oder ist noch nicht ganz? Ne, noch nicht ganz. Ja, die sind schon ein bisschen erwartet da noch. Ja, aber ansonsten sind da schon die Skelette am Start. Jetzt sind wir aber da. Niedrige Decke. Jawohl. Hä? Was ist hier los? Hier wird marschiert. Sehr nice. Also echt cool. Echt einfach nur mega cool gemacht. Hier wird den ganzen Tag geschossen. Ja, das ist doch echt cool. Ach man, ich sag viel zu oft, dass es cool ist, Leute. Ihr wisst doch, was ich meine. Ich hoffe, ihr macht keine Trinkspiele mit mir hier. Ihr werdet einfach nur verlieren. Ihr werdet sowas von verlieren. So, also das war eine tolle Fahrt. Ich glaube, wir sind jetzt da. Ich hab's richtig genossen. Also ich mache mir keinen großen Zeitdruck. Ne? So ein paar Sachen spule ich gerne weiter. Aber es macht einfach unglaublichen Spaß hier heute. Ich bin einfach so begeistert von diesem tollen, schönen Park. Da macht mir das einfach unglaublich viel Spaß, mir sowas anzuschauen. Ich finde, allein diesen Hof hier zu bauen, ne? Allein das Ding zu bauen. Krasse Sache. Guck mal, hier oben stehen nochmal welche. Es ist einfach ganz großes Kino, was hier entstanden ist. So, da sind wir schon mitgefahren. Wir waren jetzt überall hier drin. Hier nochmal die Hütten. Das sind so diese Standard, ja, die man kennt. Was will man mehr? Da sind wir mitgefahren. Krass. Und hier ist auch das... Ich habe da noch drauf gewartet. Das darf man hier nicht vergessen. Das gute Piratenschiff auch... Boah, ist das... Ist das schön thematisiert, oder? Swinging Ship mit den Flaggen hier und dem Gedöns da dran. Wie geil wäre das, wenn man das Schiff an sich noch thematisieren könnte und das da dran kleben bleibt und sich mitbewegt. Mega, mega, das Ding hier so zu verlängern und das so zu machen. Wie sieht das von hier aus? Mega. Hier die Kanonen dran, einfach nur geil gemacht, muss man so sagen. Und das finde ich halt geil, wie man das verkleidet. Der hat das hier verkleidet, alles schön, komplett thematisiert. Dieses Schiff ist einfach unglaublich. Und dann steigt da keiner ein. Das kann mir doch keiner erzählen, dass da keiner mitfährt. Das kann mir doch keiner erzählen. Ist das hier zu teuer oder was? 5 Euro, das machen wir kostenlos. Und das Ding muss mal wieder gewartet werden wahrscheinlich. Danach ist das wieder fresh und dann fahren sie alle mit. Keine Ahnung, warum da keiner ansteht für. Finde ich immer schade. Ey, sind wir original mit der Bahn gefahren? Ich weiß gar nicht mehr, dass wir durch den Hai gefahren sind. Nee, mit der Bahn, mit der Weißen sind wir noch nicht gefahren, ne? Sind wir mit der Weißen gefahren? The Palm. Ach, hier ist ein Freefall Tower. Süß. Das ist kein Freefall Tower, es ist die Palme. Ein Kondor. Ey, das check ich immer nicht. Fahrgeschäfte. Das ist ja unter Fahrgeschäfte. So, Nervenkitzel.
So, dann gibt es hier einmal den Rising Raptor. Das ist der Rising Raptor, ne? Ah, meine Kamera, sorry. Ich werde gerade ein bisschen seekrank. Es gibt einmal den und dann gibt es das doch nochmal anders. Genau. Hier, das gibt es dann auch noch. Okay, Golden Eagle. Das hat dann hier quasi auch diese Dinger drin, hat aber auch das hier in Rund. Naja, okay, ich wollte das nur nochmal sehen. So. Ne, mit der weißen Bahn sind wir noch nicht gefahren. Da ist der Eingang da oben. Prost! Exit only. Das sieht mir doch nach dem Eingang aus. Bay Racer. Ui, schön gemacht. Schön, schön. Oh, wir haben eine Stand. Stand up for the champion. Ein Stand-up Rollercoaster. Und wir sind drin in der falschen Bahn. Ab geht's. Ein Mittiger. Ja, das sind diese Standardelemente, die sind ein bisschen eintönig dann immer. Und nochmal zip. Ja, die ist ein bisschen schief und krumm gefühlt. Yay! Nochmal ein Zip! Licht ist auf jeden Fall schon mal dran überall. Ja, okay, das ist jetzt nicht dann ganz so top gemacht hier. Auch hier sollte man einstellen. Nicht blockieren die Bahn, die Fahrt eines anderen. Ja, die Kamera wollte ich einmal kurz anmachen. Hui, es ruppt aber ordentlich da rein. Ja, also die ist ein bisschen ruppig geworden, die Bahn. Der Look ist halt schon nice eigentlich. Von so einer... Nice weiß. Ich wollte es eigentlich mal gerne am Abend sehen. Warum fährt die jetzt schon los? Das soll mir mal einer erklären, warum die jetzt schon losfährt. Das sieht aber echt schön aus. Schönes Ding. Schöner Hafen. Gefällt mir wirklich sehr gut. Das gefällt mir. Ja, hallo, da ist die nächste Bahn schon wieder da. Und weiter geht's. Neue Runde, neues Glück. Zack. Wir gehen mal weiter hier. Und wir sehen, hier ist noch eine Wasserbahn. Eine Octopus. Octopus Prime. Ja, kann man auch so nennen. Guck mal, hier ist ja auch nochmal diese Brücke hier rüber. Wir müssen jetzt nur noch den Eingang für diese Bahn suchen. Da oben. Ah ja. Also echt, also. Huiuiui, da muss man sich mal dran messen. An diesen Bebauungsgedöns hier. Achso, das war schon der Eingang hier für was? Ist das hier einfach unten Eingang? Ja. Pirate Port. Fort. Ja, hier ist das Fort. Auch hier muss man einstellen. Leute, das muss man umstellen. Das muss immer weitergehen. Das muss weiter, weiter, weiter gehen. So, da fahren wir im ersten Zug mit. Haben wir irgendwas verpasst? Nee, wir sind einfach um die Kurve und fahren jetzt hier hoch. Und das machen wir jetzt auch. Auch in dieser Bahn nehme ich diese Kamera. So ein bisschen Onboard-Feeling. Wasser! Ja.
Kurvenneigung hätte besser sein können, aber egal. Ich ergebe mich. Ich will die Arme nicht hoch machen, weil die hier abgeschnitten sind dann. Ihr seht das nicht mehr. Oh, die fährt aber lang. Die fährt aber ganz schön lang hier, bis sie ins Wasser platscht. Das war echt ein langer Weg gewesen. Ja, und jetzt fährt man hier ewig. Wir schippern hier rum. Oh. Ja. Ah! Kommt da noch einer? Das war ein fieser Effekt hier gerade mit dem Hai. Da war noch einer. Kommt noch einer? Hier links bestimmt. Links? Rechts? Hier kommt doch bestimmt einer. Nee? Nee? Warte mal, da kommt sie jetzt raus. Wo kommt der Hai? Da links, kommt er gleich. Wir sehen es nicht mehr. Na gut. So, was passiert jetzt noch was? Wenn nicht, dann will ich nochmal den Effekt da spüren. Ne, das war's dann. Okay. So. Hier kommt er jetzt rechts. Ich will das einmal so erleben. Irgendwo kommt er. Der kam doch hier. Oder... Ah, da! Boah, der ist ganz schön böse drauf, ne? Mein Herr, was hat der denn heute nicht gefressen? Menschen? Gut, Ausgang... Wo geht's denn raus? Ach, da hinten geht's raus. Ah, ja. Okay, also sehr, 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 sehr schön. Ich hab's ja schon öfters gesagt. Dann können wir ja den Bereich jetzt abschließen. Und gehen in den Dschungel. Aber ich möchte gerne vom Haupteingang aus reingehen. Hier waren wir ja vorhin mal. Meine Festplatte ist hoffentlich noch nicht voll. Ich habe immer ein bisschen Angst, wenn ich hier rüber gucke. Wenn meine Festplatte voll wird, man weiß es nicht. Also auch wirklich eine richtig toll thematisierte Bahn hier. Aussichtsturm, eine schöne Main Street. Ich weiß nicht, ob das selber gebaut ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der hat das alles selber gebaut. The Jungle. Dann gehen wir mal aus dem Dschungel in den Dschungel. Und hier sehen wir schon mal Schiene. Ja, eine hängende Achterbahn. Ach, sehr nice thematisiert. Apuch. Das ist ein Autoscooter. Ah, ich sag immer Autoscooter. Es ist aber ein Breakdance. Ich liebe Breakdance. Aber Shake ist noch besser. Aber Breakdance, das ist so... Da ist immer Party angesagt. Coole Musik. Und was hast du nicht gesehen? Warum wird das hier nicht voll? Ach, weil er sich nur einen Hintern abklopfen muss da, oder was? Was ist denn jetzt los hier? Hat mal Platz da. Jetzt können sie auch rein. Ich will einmal mit euch Breakdance fahren, Leute. Wir fahren einmal Breakdance mit. So, komm. Sind doch alle da. Ich will das jetzt einmal hier erleben. Schöne Thematisierung, echt, ey. Und dann, wenn das Ding so langsam dreht und du dann einfach so gegenüber von den anderen so dich drehst. Am geilsten ist der Move. Oh, wir sehen hier gar nichts. Yeah, oh, es wirkt so extrem schnell halt hier, Planet Coaster. Und das ist nicht gespult. Es ist normal. Ich liebe diesen Moment, wenn du auf den Rand zukommst und nach hinten weggezogen wirst. Das ist der Top-Moment im Breakdance, finde ich. Den gibt es immer nur einmal vielleicht. Aber er kann passieren. Und auch cool ist halt, wie gesagt, wenn die sich ganz schnell nur die inneren Dinger drehen. Ja gut, hier, das geht ja noch hoch, das kenne ich gar nicht. In echt. Aber Breakdance. Mega cool. Tolles Fahrgeschäft. Da kann man mich schon mit happy machen.
So, was haben wir hier? Hier geht's durch, da geht's durch. Wo kommt man denn hier hin? Da kommen die raus. Einmal durch den Tempel durch. Ich hatte das Gefühl... Wild Water. Okay, doch, hier ist eine Wasserbahn. Wir gehen hier einfach mal rein. Und fahren mal wieder eine Wasserbahn. Videolänge schon eine Stunde durch. Ja. Egal. Wir haben Zeit heute. Abfahrt. Ja, ich spule jetzt mal wirklich hier ein bisschen vorne. Das ist ja ein bisschen viel hier alles. Robin Hoods sind am Start. Stromschnellen runter. Das Kind, als ob das den ganzen Tag mit der Maske rumrennt. Ja, also hier ist jetzt nicht ganz so wild alles. Also es macht bestimmt Spaß zu fahren. Es ist ja auch schön hier im Dschungel so drin. Und wir haben mal wieder eine Abfahrt. Hui! Und die sind alle klitschnass. Hier geht's auf jeden Fall hoch, runter, hoch, runter. So, hier ist nicht so viel mit Auslösern und Erschrecken, ne, diesmal. Aber das geht aber ganz schön zur Sache hier mit der... Boah, Mountain Rafting Bahn. Boah, meine Herren. Da hast du aber ein ordentliches Durchschnittsgeschwindigkeit drauf hier in dem Ding. So, wieder durch die Höhle hier lang. Okay, das war's. Das habe ich mir gedacht, das ist jetzt nicht ganz so wild gewesen. Wir gehen weiter. Nächste Bahn. Ich renne hier jetzt durch. Ich will hier vorne lang gehen. Die Main Street nehmen wir mit. The Cobra. Dann gehen wir mal zur Cobra hoch. The Cobra. Das ist die hängende Bahn. Uiuiui. Hat aber ein paar Zuckungen hier drauf. Ja, dann steigen wir mal ein, wenn die Bahn da ist. In die gute alte Cobra. Einsteigen. Abfahrt. Erste Reihe. Wir mussten gar nicht lange warten. Also hängende Achterbahn, sowas wie Black Mamba. Nur, dass es hier eine Cobra ist heute. Und Abfahrt. Hui. Zischt aber hier durch, die Cobra. Hui. Nice. Schön angenehme Drehung, aber sehr hoher Speed. Sehr, sehr hoher Speed. Sehr, sehr geringer Speed. ja. Schräglage. Aber weiter geht's. Jo. Oh, das geht aber hier lang. In der Kurve lang. Und dann war's das. Das war aber eine lange Kurve hier. Hä? Das will ich nochmal sehen gerade. Hier einmal rum. Ja, so kann man auch Strecke machen. Cooles Gebäude. Hier ist der Ausgang. Kannst du gleich wieder reingehen, wenn du Bock hast. Ab geht's zur roten Bahn. Mal gucken. Exit only. Ach, der Dive Coaster, den wir ganz am Anfang vom Video gesehen haben. Ist das... Ui, hier platscht es aber ordentlich. Cliff Diver. Ah, dann gehen wir erstmal hier lang. Da gehen wir erstmal rein. Das ist ja auch ein komischer Wartebereich, okay. Dann haben wir hier so ein kleines Gebäude. Und wir sollten mal ganz schnell hier einsteigen in den Cliff Diver. Man könnte natürlich auch sagen... Man setzt sich bei der Bahn tatsächlich mal hier hin.
Oder? Machen wir mal so. Machen wir mal so heute. Okay, ab geht's. Mein Glas ist alle. Ich wollte noch was trinken. Oh, oh. Ich habe Höhenangst übrigens. Hallo. Aha, aha. Oh, ja, 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 ja. Ab geht's. Hui. Das ist ganz schön laut, das Ding. Hui. Okay, das war jetzt... War gut, war aber nicht mega gut. War ganz gut. Okay. Ja, sehr gut. Der Abschluss jetzt hier. Wahrscheinlich, weil ich glaube, wir sind so ziemlich durch. Wir werden jetzt bekloppt. First Aid, Toilette, jetzt nochmal so extra eine andere Farbe. Tree of Terror, Tower of Code, Goat, Gods, Zuma's Revenge. Auch ganz toll thematisiert. Wo ist der Eingang? Offiziell hier oben wahrscheinlich. Aber erst ab hier, okay. Mega. Mega. Zuma's Revenge. Guck mal, wie cool das hier auch wieder thematisiert ist. Einfach wirklich toll gemacht. Warteschlange ist dann hier hinten einmal rum. Ah, okay. Ja, echt cool thematisiert das Ganze. Also. Und darunter die Schlangen. Ach, es geht schon los. Sitzen sogar zwei Leute drin. Ja, also wirklich ganz toll thematisiert. Schön gemacht das Ganze. Hier nochmal Platz gelassen. Da hinten nicht. Hui. Ja, echt. Ist das hier? Hallo. Dann gucken wir nochmal den Tower da hinten an. Also die Thematisierung hier ist vom Allerfeinsten. Das kann man nicht anders sagen. Ich sage diesen Spruch nicht einfach so. Tower of Gods. Ich stehe hier so frei. Hallo. Perfektes Timing, würde ich sagen, dass wir jetzt hier reingeschaut haben. Hallo. Mega, da oben der Diamant da drauf. Ja, also ganz großes Kino. Hier hinten kann man quasi hochgehen zu dem anderen Bereich wahrscheinlich. Ja, hier kommen wir rüber. In Pirate Bay wieder. Also, dann sind wir jetzt am Ende des Parks angekommen. Oder ist hier oben nochmal eine Überraschung? Ich glaube nicht. Das ist der Weg hier hinten hoch. Ja. Dann sind wir mit dem Park durch. Meine Herren. War das ein schöner Park. Gerdiland, besucht auch ihr diesen Park nächstes Jahr, wenn es wieder weitergeht. Wir kommen jetzt zu den Abonnentengrüßen und tolles Video. Also, mir hat es Spaß gemacht. Lasst ein Like da. Leute, ihr wollt gar nicht wissen, wie lange ich warten musste, dass dieses Fahrgeschäft jetzt mal losfährt, damit genügend Leute drin sitzen und so. Ich möchte euch jetzt grüßen. Wer im nächsten Video gegrüßt werden möchte, der schreibt einfach den Hashtag Gerdiland oder Gerdiland in die Kommentare rein und dann werdet ihr mit etwas Glück gegrüßt. So wie im letzten Video, da habe ich ja Koali Beach vorgestellt und da wollten unter anderem gegrüßt werden der Happy Man. Wie immer ein richtig tolles Video, mach weiter so und könntest du vielleicht auch mal Planet Zoo vorstellen, machen von den verschiedenen Zoos. Grüße Happy Man. Planet Zoo habe ich gar nicht mehr installiert bei mir, aber mal so einen Park mal anschauen, könnte ich echt mal machen, muss ich ehrlicherweise sagen. Dann grüße ich noch, es waren gar nicht so viele, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit diesmal hoch. Benjamin Döring möchte ich auch an der Stelle grüßen, er schreibt sehr viele Kommentare immer bei mir. Koali Dive Achterbahn, was ist das für ein Typ? Mega hoch, schnell und Kurven, super Effekte thematisiert, hat er geschrieben. Dann grüße ich noch Nightbot, sehr cooles Video.
Ich grüße noch den oder die. Wo haben wir hier noch wen? German Player. Bakchan 11. Da hatte keinen Kommentar geschrieben, nur einfach Hashtag Koali war da drin. Und Florian Schrank. Florian Schrank, auch ein guter Name, den kann man sich gut merken. LS Zocker. Und zu guter Letzt den Playint LP. Haben wir noch wen? Haben wir noch wen? Koali Beach, Megapark, bestimmt bin erst am Anfang. Ja, okay. Also, Hashtag Gerdiland in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Lasst noch ein Like da, abonniert auch meinen Kanal. Macht's gut, bis dann, euer Basti oder auch Madame Consumer. Schönen Tag noch und ciao.